Hallo Leute und willkommen zum kleinen Informationsvideo. Ich wollte euch einfach mal mitteilen, wie es jetzt hier auf dem Kanal ein bisschen weitergeht. Und zwar gibt es nächsten Monat gibt's dann einen Adventskalender. Da werde ich jeden Tag bis zum 24. werde ich so kleine persönliche Sachen offenbaren. Also es kann vielleicht so sein, so schöne Geschichten, was ich früher so erlebt habe. Oder eine Beichte oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall gibt es da V-Lives-Zeug von mir jeden Tag so ein bisschen. Sind immer so kurze Videos, also könnt also gespannt sein. Das Ganze fängt dann natürlich am 1. an, bis zum 24. und am 24. Werde ich dann nochmal so alles zusammenfassen, was wir so beredet haben. Und ja, das war es erstmal für den Adventskalender für nächsten Monat. Und Beast Town wird jetzt bald auch wieder kommen. Da bin ich gerade noch an der Quest am machen. Das dauert noch ein bisschen. Also ich denke, ja, nächste Woche wird wieder Beast Town kommen. Also frisch, wenn das Adventskalender auch startet. Und da haben wir noch Spore und noch Battlefront, also was jetzt auch ein kurzer gestartet hat, das Star Wars Battlefront. Und ja, also das ist erstmal so die drei Projekte, wo wir zurzeit haben. Mehr würde ich auch zurzeit nicht machen wollen. Dann, was wollte ich noch sagen? Es gibt in meinem Shop auch neue Sachen, wie zum Beispiel neue T-Shirts, neue Designs. Da bin ich auch noch gerade am Machen und Tun und natürlich auch an der neuen Webseite. Und mal schauen, wie das so wird. Und das wollte ich eigentlich mal ganz kurz mitteilen, dass ihr Bescheid wisst. Ich bin sehr gespannt, wie das Adventskalender bei euch ankommt. Also es werden jetzt nicht die ersten, natürlich der erste ist gleich der Hammer Offenbarung sein, das ist ja wohl klar. Es soll sich halt immer so weiter steigern, dass immer bessere kommt oder mal was schlechteres und mal besseres. Lasst euch mal da überraschen. Da werde ich dann euch empfehlen, wenn ihr dann die Playliste dann nimmt und dann könnt ihr immer die Playliste klicken, dann könnt ihr dann das Neueste immer dann sehen. Aber ihr wisst ja. Oder natürlich auf meinen sozialen Netzwerken, dann wird ihr auch immer informiert. Als nächstes, was es mir sehr am Herzen liegt, und zwar bin ich jetzt bei World of Nerds. Da ist es mir ganz wichtig, wurde da eingeladen zu World of Nerds. Und da haben wir eine kleine Chance. einen kleinen Bühnenauftritt zu Let's Play Day Nachwuchskünstler. Und da würde ich euch bitten, wer mich unterstützen mag, wer mich gerne mal auf die Bühne sehen will in Münster, die sind nämlich in Münster, bei Dortmund da unten, da werde ich vielleicht dann auch zu sehen sein. Der Link ist unten in der Beschreibung. Und das war's eigentlich. Das war jetzt so grob alles, was jetzt so passiert ist. Ich bin wieder gesund, wie man sieht. Mir geht's gut, Gott sei Dank. Ich habe die letzten Tage tüchtig aufgenommen. Und ja, jetzt muss ich halt jetzt erstmal wieder alles einpegeln, dass wir wieder in den normalen Stand sind. Weil jetzt haben wir viele Projekte und wenig Zeit. Ja, das ist im Moment das Hauptproblem. Und mal schauen, wie das so sich weiterentwickeln wird. Aber es wird jeden Tag ein Video kommen. Das ist schon mal klar. Wie gewohnt wieder. Und ja, dann würde ich sagen, das war's. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst mir doch eine Bewertung da oder einen Kommentar. Vielleicht habt ihr noch ein bisschen Vorschläge, was man vielleicht noch in den Adventskalender noch mit reinnehmen könnte. Und ja, das war's schon. Macht's gut und wir sehen uns. Ciao!